Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Schmaragd Edition. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder mit SCR gesagt habe. Ist ja auch egal. Wir wollen jetzt, wie gesagt, diesen verwirrten Trainer hier herausfordern. Hallo, was ist denn dein Problem? Rede mit mir. Oh, willst du gar nicht kämpfen? Danke. Mein Traum ist es, durch die sieben Weltmeere zu schwimmen. Ach, deswegen bist du so verwirrt. Du hast Angst davor, deinen Traum zu verwirklichen, weil du, wie ich glaubst, so gut zu sein. Tentoxa. Oh, shit. Oh, shit. Ach, jetzt probier ich das mal aus mit der Kloakensauce. Stimmt's oder stimmt's nicht? Was ich die ganze Zeit labere. Krieg ich Schaden oder nicht? Nein, stimmt nicht. Ich habe die ganze Zeit nur Bullshit gelabert. Alles klar. Wie viel Schaden macht das? Zu viel. Okay. Dann muss es wohl Voltenso regeln. Weil Voltenso mult. Blubstrahl. In dein Gesicht. Tschüss. Du kannst nix. Und schwimmen aus Wald des Musik. So werde ich niemals in der Lage sein, die sieben Weltmeere zu durchschwimmen. Tja, Träume sind Schäume, mein Freund. Träume sind Schäume. Tendache. Flucht unmöglich. Leck mich am Arsch. Wieso setze ich eigentlich keinen Schutz ein? Ich habe bestimmt noch welche. Ja. Superschutz. Okay, es geht doch noch weiter. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ah, jetzt geht es dann nach oben. Alles klar. Dann fangen wir hier unten mal an. Hier ist ein Angler. Hallo. Haha, dieser Kerl hier wird jetzt einen großen Fang machen. Redest du von dir selbst in der dritten Person oder was meinst du? Moment, ich wurde gerade in Skype angeschrieben. Gut. Ich muss das kurz im Auge behalten. Deswegen werde ich auch mal nicht vorspulen, damit ich da ganz heimlich nochmal gucken kann. Damit ich mehr Zeit zum Lupschen habe. Mega Sauger. Ich saug dich leer, Alter. So. Sollte mich eigentlich komplett heilen? Ja, tut es. Whirlpool. Attacke von Weilmar. Geht daneben. Und jetzt sollte der Windstoß dich besiegen. Und tschüss. Und noch ein Tentoxa. Das macht wieder Voltenso, weil der hat's voll drauf. Und wieder vorspulen. Reicht nicht, aber er ist paralysiert. Säure. Schockwelle. Bam. In your face. Und das war's mit dir. Dieser Kerl hat ganz groß verloren. Okay, er redet wirklich von sich selber in der dritten Person, weil... das muss so. Ich habe bestimmt noch einen Trank. Für mein voltiges Tenso. Werde ich mal... Steck mal an der ersten Stelle tun, weil der hat schon wieder den nächsten Level. Auch wenn es hier eigentlich eine dumme Idee ist. Für einen echten Macho wie mich sind diese Pokémon einfach perfekt. Ich habe da nur irgendwelche Füße gesehen, deswegen habe ich sie angesprochen. Vogelfänger Marinus. Panzer Aeron. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vielleicht kriegt der Schneckmark so hin. Er braucht nur mal was Besseres als Glut. Er hat Hitzekoller. Okay, aber das ist sein Spezialangriff. Immer so Sternschauer. Das überlebst du doch, oder? Ja, meine ich doch. Bam. Stirbt es? Ja, tut es. Sehr gut. Du hast etwas ganz allein geschafft. Freu dich, Schneckmark. Das wird dir ja Erfahrung geben. Und zwar 900. Ist gar nicht so wenig. Noch ein Panzer Ehren. Wenn ich jetzt am Murzel am Leben hätte, würde ich es einfach wieder opfern, damit Schneckmark seinen Spezialangriff wieder hat, aber ich lasse es trotzdem mal hier drin, einfach damit es noch Erfahrung abstaubt. Kann ich sonst eigentlich was machen? Steinwurf können die machen, aber wer will das schon? Dann darf stattdessen, ja, Voltenso wäre wieder sehr effektiv, aber ach komm. Komm, Voltenso, du kannst es. Du bist ja voll das gute Pokémon. Sternenzauber. Bäm. Ist mir scheißegal. Friss das. Und das war's mit dir. Tut mir ja sehr leid für dich, aber es ist nun mal so. Ich bin sogar bei einer Niederlage noch cool. Sagte er selbst über sich.
Sowas nennt man selbstverliebt, liebe Kinder. Werdet so niemals, das ist grauenvoll. AP Plus, das ist gut. Ist hier noch was Verstecktes? Nö. Das sieht da vorne schon wieder sehr nach Kampf aus. Ja. Weil ich schwimme, das mache ich dich mal wieder weg. Und einfach weil es geht, Hariyama. Hallo. Hast du dich auch gut mit Sonnenmilch eingerieben? Nee, sollte ich? Ich habe keine Motten an, im Gegensatz zu dir. Goldini! Goldini, Goldini. Goldini, Goldini. Das Troll-Pokémon in Super Smash Bros. Schlechthin. Gut. Dann Mama Mogib. Huch, ist was passiert, ne? Schreckt zurück. Und noch ein Überwurf Dreschflegel. Das macht je weniger KP der Anwender hat, desto mehr Schaden macht es. Das weiß ich. Darüber. Aber das war's dann auch, weil... Mehr gibt es dazu nicht zu wissen. Wingull. Das kann Volten so gut one-hitten. Ja, ich spüre lieber wieder ein bisschen vor. Einfach, damit die Schockwelle dich besiegt. Hey, jetzt schreibt er mir erst in Skype zurück übrigens. Aber wie dem auch sei. Ich lasse jetzt Volten so einfach drin. Ich lese das nebenbei. Aber ich kann jetzt nicht antworten. Es tut mir sehr leid, aber es geht gerade nicht. Egal, dann haben wir den Fisch geröstet. Gibt es heute Abend Fischstäbchen zu essen. Und dann haben wir Alice besiegt. Aua, aua, aua. Warum sagst du aua, wenn ich deine Pokémon röste? Obwohl, wir sind nur im Wasser. Wahrscheinlich hat es dich einfach mit erwischt. Ich möchte das Schneck machen, noch ein Level aufsteigt. Oder 2 oder 5. Hallo. Ohne Schwimmreifen kann ich nicht schwimmen, aber im Kampf siege ich. Gegen ein Carpador, aber gegen dich nicht. Jetzt hat's zum Carpador. Pass auf, nee, jetzt hat ein Meryl. Da ist doch wieder mein Papinella dran. Walzer. Ah ja. Und das hat er überlebt. Das ist nicht gut. Weg mit dir. Bye, bye. Habe ich verloren, weil ich einen Schwimmreifen trage? Natürlich, deine Pokémon haben damit nichts zu tun. Überhaupt nichts. Das kannst du mir glauben. Ist das ein Doppelkampf? Hey, großer Trainer, kämpfst du mit mir? Jetzt frage ich mich, ob das ein Doppelkampf ist. Nee, ist es nicht. Der hat auch Meryl. Das ist natürlich, Schneck macht wieder die beste Besetzung, die es gibt. Und einfach weil es geht, Morabel, komm. Ein Lebensschuss und das Meryl, okay, zwei Lebensschüsse. Und eine Lebensschelle noch dazu. Hey, 31 für Schneckmark. Du kannst dich auch mal entwickeln irgendwann. Ich glaube, es ist auf Level 38 oder so. Ah, bist du stark. Ja, bin ich, weiß. Sagt er ja überhaupt nicht selbstverliebt. Und Hariyama, hallo, willst du kämpfen? Kleine Kinder sind blitzschnell flankt. Nicht eine Sekunde, okay. Hm. War ich hier schon mal? Ja. Ach, jetzt bin ich... Aha, hier war ich. Stimmt. Und jetzt muss ich wahrscheinlich entweder hier lang oder ich muss... hier lang, weil da war ich auch noch nicht. Das werden wir gleich herausfinden. Mittlerweile wäre übrigens Fliegen mal gar nicht schlecht. Ich hoffe, das gibt es bei der nächsten Arena endlich. Weil im Herrschutz wirkt nicht mehr. Oh, das ist schade. Poke. Mein Center. Danke sehr. So. Steckung ist unterentwickelt. Der braucht DP, damit er sich entwickelt. So. Jetzt geht es wahrscheinlich hier weiter. Kann ich auch, wenn ich mal... Ich frage mich, ob ich jetzt hier lang muss. Nach Floßbrunn. Xenoville, Moosbach City, Prachtpolis City. Oder nicht. Pyroberg. Das kommt auf einen Versuch an. Dafür brauche ich wieder einen Superschutz. Und es kommt trotzdem ein Pokémon. Auf Level 34. Dankeschön. Moment.
Pack mal wenig schnelles nach vorne. Hier komme ich noch nicht durch. Sehe ich das richtig? Hier oben. Hier. Hier komme ich raus. Oh, schade. Okay, das hat sich also erledigt. Oder ist hier unten? Nein. Okay. Ich habe schon verstanden. Das wird zurück nicht mehr. Das ist scheiße. Ich möchte nämlich hier lang, weil warum nicht? Es geht mit Schutz eigentlich sogar noch schneller als der Radweg. Zumindest mit Vorspulen. Aber das müssen wir so nebenbei. Wenn ich jetzt hier gucke, dann hier lang. Schutz wirkt nicht mehr, das ist doof. Level 11. Ach, hier war ich auch schon. Moment. Pokenav, Parkette Höhen. Ja, hier war ich schon, aber dann hier nach oben, das habe ich noch nicht gemacht. Glaube ich. Oh, ich habe dich auch noch gar nicht ausgerufen. Ich bin Angler, aber auch ein Trainer. Ich ziehe die Pokémon auf, die ich gefangen habe. Mach das mal. Ich glaube, hier bin ich richtig. Lebensstelle. Tschüss. Und Kanivana. Ariyama. Ich möchte ein bisschen weiterkommen, deswegen spule ich jetzt vor. Grimasse ging daneben, hätte aber eh nichts gebracht. Rauchhaut verletzt mich ja toll. Jetzt habe ich wieder nicht vorgelesen. Ja, macht nichts. Ist eh nicht wichtig, was sie sagen. Oh, du bist Rayman. Hallo, erinnerst du dich an uns? Zeigst du, wie stark du geworden bist? Okay, das war das Stichwort. Ja, war ich doch schon. Sonst hätte er nicht gesagt, wie stark du geworden bist. Nehm Schuss auf dich und... Sprung auf dich. Ein Volltreffer und besiegt. Lebensschuss und du bist auch weg. Das war ein interessanter Kampf. Hast du alles aufgezeichnet? Bist du stärker geworden? Viel stärker. Wieso nochmal? Ich noch gar nicht interviewen lassen. Hallo, du bist Troy, oder? Hi, Rayman. Ich bin Troy. Wir haben uns in der Höhle in der Nähe. Ja, ich weiß. Hast du seitdem viele Pokémon gesehen? In dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten. Wenn du nur deine Lieblings-Pokémon aufziehst, ist das völlig in Ordnung. Vielleicht findest du es ja spannender, unterschiedlicher aufzusehen. Was denkst du als Trainer darüber? Das geht mich nichts an, deswegen verpisse ich mich jetzt. Dankeschön. Habe ich Schneider dabei? Nein. Was? Ja. Habe ich nicht. Was gibt's hier für Pokémon? Ein Fritzeblitz. Okay. Gute 118. Müsste ich wissen, was für Trainer ihr seid, aber ich mache wieder mal Schnecken nach vorne. Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen, sind die besten. Alles klar? Bingul. Danke. Das war wie ein Schlag in die Fresse gerade. Und Statik hat dich paralysiert. Das tut mir aber leid für dich. Level 32 für Voltenso. Na, das war eine Bruchlandung. Alles klar? Dann dich noch. Erhebt euch, meine Vogel-Pokémon. Und Schwabini. Komm, das kriegst du hin. Doppelteam. Fick dich. Energiefokus. Alles klar, bringt dir nichts, weil ich hab dich besiegt. Und ein Schwalboss. Der Boss. Der Boss. Doppelteam. Was wollt ihr alle mit eurem scheiß Doppelteam? Wow, das hat gereicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Erfahrung hast du dir verdient. Sie sind abgehoben. Deine Mutter... Na, okay. Zickzacks! Pole! Nein. Hat der Mitnahme. Wenn ihr wisst, worauf ich hinauf wollte, dass ich mir wurde empfohlen, ihn ins Team zu nehmen. Einfach, damit er mir Sachen gibt. Die ich brauche, die ich finde. Deswegen werde ich versuchen, es zu fangen. Leute. Ach, und das mit Pull-Up. Ich mir ausgedacht, das soll kein nicht rassistisch oder vorurteilig oder was weiß ich sein. Das habe ich von einem gewissen Joshua, falls ihr noch jemand kennt auf meinem Kanal, sollte auch bald wieder was mit ihm kommen, ein Projekt, und dann kann er euch mal sagen, euch allen sagen, was er gegen Polen hat. Das werde ich ihm auch gleich sagen, dass er das machen muss. Weil ich es gerade versprochen habe. Wie dem auch sei, für Zickzacks wurde ein Eintrag... Zickzack, so ständig etwas mit der Nase in den Taschen anderer Menschen. Man erkennt es an den Fußspuren, die es im Zickzackmuster hinterlässt. Okay. Alles klar. Ist dann nichts, keine Anzeige.
einen Hypertrank. Der ist ja hyper. Und noch eins. Flucht unmöglich. Ja, riech mich, riech an mir. Riech an einem Feuerball. Geh einfach weg. Danke. Hier geht's da lang und hier da lang. Okay, das ist noch eine Route. Was ist hier rechts? Komme ich da nicht weiter? Doch, komme ich auch. Keine Anzeige. Hm. Ich tausche mal ein bisschen rum, so dass die beiden auf Level hier vorne sind und dann machen wir den Doppelkampf hier. Hallo, ich werde vor Selbstbewusstsein platzen, wenn ich einen starken Trainer besiege. Das ist mein unglaubliches Käfer-Pokémon, mein Bruder hat es für mich gefangen. Astrainer und Käfersammler, Absol ist cool. Pimp und Pinsir. Pabinella und Hariyama, die sind eigentlich perfekt für den Job. Naja, fast. Windstoß und Überwurf. Sehr effektiv. Und hat trotzdem kaum was abgezogen. Oh yeah. Härtner, toll. Mach dich halt hart. Schwertanz, nicht gut. Mach's weg. Bäm. Gut gemacht. Windstoß und... Ich habe Mogiheb vergessen und Überwurf. Einfach weil ich nichts anderes habe. Geowurf, aua. Hypertrank, willst du mich eigentlich verarschen oder so? Und normal, das sollte es gewesen sein. Danke. Yay, Level 32 für Pabinella. Und das war's. Gertrud und Hannes sind besiegt. So viel zu meinem Selbstbewusstsein. Tja. Waha, du Fiesling. Das hole ich mir noch. Ach, ich habe einen Hyperball. Okay. Bist du ein Trainer? Ich weiß es nicht. Und das finden wir auch erst beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und tschüss.